Hallo und herzlich willkommen bei Karlsruhe kocht. Ostern steht vor der Tür und wir haben euch ein echt super leckeres Menü zusammengestellt. Wir haben einen lauwarmen Linsen-Spargelsalat mit einer Hähnchenbrust mit Teriyaki-Marinade, eine mit Bärlauch gefüllte Lammkeule mit einem Kartoffelgratin und einem Karlsruher Allerlei als Hauptgericht. Und zum Dessert gibt es eine Limonentopfencreme mit einem Erdbeerminzragout. Da wir gerade in dieser schwierigen Zeit die lokalen Händler und Einzelhändler unterstützen möchten, haben wir euch ein Komplettpaket zusammengestellt, das ihr bei uns bestellen könnt. Und die Produkte bekommt ihr dann am Ostersamstag von uns per Radkurier im Stadtgebiet geliefert. Die Rezepte findet ihr ab Sonntag und die Zutaten auch bei uns auf der Website unter www.karlsruhe-kocht.de. Und die Videos kommen im Laufe der Woche, sodass ihr das am Wochenende super nachkochen könnt, auf den üblichen Kanälen YouTube, Facebook, Instagram oder auch bei uns auf der Website. Ja, hallo, wir kochen unser Ostermenü und gehen deswegen auf den Markt, auf den Stephansplatz. Und hier ist der Geflügelschneider, von dem wir unser Geflügel kriegen. Und wir gehen jetzt noch zum Matthias Preisler, Früchtepreisler, und holen unser Gemüse. Hier bei Matthias Preisler, dem Mann mit dem richtigen Gemüse für unser Ostermenü, das ihr bestellen könnt. Da freuen wir uns drauf. Ja. Auf schöne Ostern. Auf schöne Ostern. Von Heiko Brat kommt das Fleisch, die Lammkeule. Ich freue mich, dass Christian von Karlsruhe kocht auf Ostern was Geiles zubereitet und dazu auch uns mit ins Spiel nimmt oder uns mit ins Boot nimmt. Wir sind die Metzgerei Brat in Karlsruhe, wir sind in der Klauprechtstraße. Wir sind bekannt für einfach gutes Fleisch und alles, was um gutes Essen sich bewegt. Ja, und für den Wein haben wir auch einen Partner. Das ist die Gabi Schwebe vom El Corazon aus der Waldstraße. Wir haben uns überlegt, zum Apero und auch zum Dessert passt sehr schön der Rosé-Sekt, ein Rosé-Brüt. Zur Vorspeise haben wir einen knackigen Weißburgunder ausgesucht und natürlich zum Lamm was Rotes, in dem Fall Dornfelder. Super, und das könnt ihr bei uns zusammen bestellen. Ihr könnt das Paket mit Wein oder ohne Wein bestellen, wie ihr es wollt. Bestellschluss ist Dienstag, wir müssen sie auch noch richten und dann kriegt ihr es am Samstag per Radkurier im Stadtgebiet Karlsruhe geliefert. So, und zum Schluss bleibt uns jetzt noch zu sagen, frohe Ostern. Guten Appetit. Und zum Wohl.